bitte Achtung in dieser Berechnung der Wandelemente. Oder greifen Faktoren ein. Sie sehen das hier bei den Festwerten, nämlich eben dieses Thema Wandelemente Höhe maximal. Wir haben eben genauso die Wandelementlänge maximal. Die ganzen Werte sind letztendlich hier, wenn wir mit Doppelklick einfach mal reingehen, für Sie steuerbar, sind definiert eben nach der Produktion bzw. eben nach dem Transport. Und wir sehen, Wandelementhöhe Maximum ist voreingestellt auf 3,20 Meter. Wandelementhöhe Standard ist auf 2,87 Meter eingestellt. Wandelementlänge Maximum ist auf 13 Meter eingestellt. Und das ist das, was eben dazu führt, dass aus der Geometrie der Planung heraus eben genau diese Ermittlungen vollautomatisch passieren, sodass eben hier die ganzen Anzahl, Hübe und alles, was entsprechend hier dran hängt, berechnet werden. Und das ist eine zusätzliche Bewertung eben zum Berechnungsansatz für das Ständerwerk selber. Beplankung hatten wir ebenfalls gesagt. Bitte Achtung, es geht weiter. Wir haben neben den Wandelementen ebenfalls noch Durchbrüche, in dem Falle, die automatisch bewertet werden. Hier, wenn eine Luftwasserwärmepumpe innenstehend ist, dann wird dies entsprechend ebenfalls bewertet. Bitte Achtung, es gibt eine Entfallposition für die Living Board, wenn eine Holzweichfaserbeplankung da ist. Das ist etwas, Sie sehen, vom Preis her ist das auf Null. Was aber einfach nötig ist, damit die Mehrpreisbildung, so sie halt mit BLB-Vergleich arbeiten, sauber erfolgt. Neben den ganzen Fermazellplatten, Kerndämmungsplatten für die Gebäudetrennwände etc. haben wir hier nochmal mehr Aufwendungen im Bereich der Rohrkonstruktion für Rundbogen und für Segmentbogen, was entsprechend berechnet wird. Und es gibt nochmal eine Zulage für sehr, sehr kleinformatige Wände. Bitte Achtung, hier sind Gaubenwände, Giebelspitzen und Verkofferungen nicht mit berücksichtigt, sondern eben Anführungszeichen nur normale Wände, wenn diese kleiner sind als 3,5 Quadratmeter. Das heißt, also wenn Sie einen sehr, sehr verschachtelten Grundriss im Bereich der Außenwände haben, wird diese Zulage hier mit 90 Euro nochmal gerechnet. Es gibt für die Rechteck-Rollladenkästen noch entsprechende Zulagen für die versenkbaren Gurtwickler. Das gleiche gilt auch für die Rundkastenrollos. Es gibt eine Vorbereitung der Wandelemente für ein Lüfterset bestehend aus zwei dezentralen Lüftern, was entsprechend in Abhängigkeit zur Raumbuchausstattung durch die dezentrale Lüftungsregelung entsprechend berechnet wird. Der Wanddurchbruch für die Dunstabzugshaube wird eben automatisch ebenfalls bewertet. Auch das, sehen Sie, ist etwas, was durch das Raumbuch automatisch mit entsprechend berechnet wird. Dann haben wir Wanddurchbrüche für Lüftungsgitter mit Loch. Das bedeutet also, wenn geplant wäre, Achtung, Sie können eben ein Loch, wenn Sie in der Planungsdatenbank oder in der Planung als Administrator angemeldet sind, können Sie Löcher in Außenwände planen, wenn Sie nicht als Administrator angemeldet sind. Das heißt also klassisch Anführungszeichen Verkäufer sind, ist die Funktion gesperrt. Und hier könnten Sie eben auch Löcher mit Lüftungsgitter planen, dann würde das entsprechend automatisch berechnet. Und jetzt kommen wir neben all dem, was wir schon haben, Achtung, wir sind immer noch nur in der Rohkonstruktion, kommen wir nochmal für eine Zulage oder auf eine Zulage KVH für zusätzliche Stützen. Das heißt also, neben dem, dass jede Öffnung, die in der Wand ist, automatisch entsprechend in der Ständerstärke berechnet wird, gibt es hier nochmal eine Zulage für KVH für zusätzliche Stützen. Und das ist etwas, was jetzt nicht in Abhängigkeit zur gewählten Ständerausführung gerechnet wird, sondern Sie sehen es auch an der Einheit, das ist Kubikmeter KVH, das heißt also eine entsprechende Zulage. Und diese wird berechnet immer dann, wenn in der Planung, und wir können uns das hier einfach mal im Erdgeschoss anschauen, immer dann, wenn in der Planung, wie es hier der Fall ist, Träger geplant sind, die entsprechend auf den Außenwänden aufliegen, wie das zum Beispiel hier der Fall ist und wie das hier der Fall ist, dann wird dort, wo diese Trägerauflage ist, eben nochmal zusätzlich
zusätzlich KVH gerechnet, weil hier ebenfalls ein weiterer Ständer in die Wand kommt. Und das Gleiche passiert, wenn wir ins Dachgeschoss gehen und wir uns hier im Dach das Thema Fetten angucken. Sie können diese Fettendarstellung natürlich auch im Grundriss jederzeit anschalten. Ich mache es einfach mal hier in den Ansichtsoptionen, indem ich sage, er soll mir bitte mal einfach die Fetten entsprechend darstellen. Und überall dort, wo eben diese Fettenauflage auf den Außenwänden sind, würde ebenfalls hier nochmal ein entsprechender Kubikmeter Holzansatz berechnet werden für zusätzliche Pfosten, die in der Wand entsprechend drin sind. Sie sehen jeweils, ne, dass hier die entsprechenden Berechnungen mit einem Faktor von 0,028 bzw. 0,024 für eben KVH Kubikmeter zusätzlich berechnet werden. Dann haben wir in der Rohkonstruktion nochmal die Zulagen für Außenecken ungleich 90 Grad und gleich 90 Grad. Auch das ist etwas, was einfach berechnet wird, um die Komplexität hier bei den Außenwänden in der Rohkonstruktion entsprechend preislich ebenfalls mit zu bewerten. So, das ist Ebene Rohkonstruktion. Das heißt also, wir haben das Ständerwerk und wir haben die aussteifende Platte. Wenn die aussteifende Platte ein Putzträger ist, wäre die eben auch mit hier berechnet. Und das Ganze eben in einem Gewerk. Das heißt, hier lässt sich auch nichts durch Eigenleistungen rausnehmen. Wenn wir uns jetzt das anschauen, was ebenfalls in dieser Ebene berechnet wird, das heißt also die Dämmung, dann sehen wir, dass die Gruppen der Berechnung auch hier wieder nach dem Ständerwerk und nach den entsprechenden Wandarten, das heißt also Außenwände oder individuelle Wandscheiben aufgebaut sind. Garagenwände gibt es hier logischerweise nicht, weil diese immer offen sind, das heißt also nicht gedämmt werden können. Dann hätten wir hier noch Dämmung sonstiges, Dampfbremse, und die Innenbeplankung als Gruppen. Wir machen erstmal eins, wir gehen einfach auf die Positionsebene und sehen, das, was wir jetzt hier haben, ist eben Anführungszeichen nur die normale Berechnung der Dämmung in Quadratmetern. Das Ganze, wie gesagt, Berechnungsnachweis, können Sie sich die Videos nochmal angucken, eben in der Achse. Bitte Achtung, alles das, was Ständeranteil wäre, der eben in der Dämmebene abgezogen werden könnte, das ist etwas, was nicht hier in der Berechnungsmenge Einfluss hat, also die Mengen, die hier berechnet werden, sind mit Quadratmeter Wand die gleichen wie bei dem Ständerwerk, sondern das ist etwas, was dann in der Stückliste, dort wo das Material zugeordnet ist, eben mit einem Faktor von 0,95 oder wie auch immer entsprechend Berücksichtigung findet. Neben den Dämmungen, selber, haben wir noch Dämmung Sonstiges. Das heißt also, hier haben wir zum einen eine Zulagestück Anfahrtspauschale für die Einblasdämmungen. Das heißt, Sie sehen es an der Struktur. Es wird hier davon ausgegangen, dass das Einblasen baustellenmäßig, also auf der Baustelle entsprechend erfolgt. Wenn Sie es bei sich in der Halle machen, wäre das eben eine Position, die bitte gelöscht werden würde. Die Zulagen für die Mehraufwendung für Dämmungsanschlüsse an Sichtbalkenlagen und Sichtdachstuhl ist natürlich abhängig von der Ausführung einer Sichtbalkendecke oder eines Sichtdachstuhles, dann wird Anführungszeichen logischerweise die Dampfbremse ebenfalls hier im Gewerk der Dämmung mit berechnet.